eure Top 50 Dividendenaktien. Wir haben sie veröffentlicht, ganz frisch. Und die Top 5 Picks von euch, die schauen wir uns jetzt an. Und ich kann euch sagen, ist spannend. Ich habe selbst 4 von diesen 5 Aktien im Depot, 3 im Privatdepot, eine davon im Firmendepot. Wir gucken uns an, wie hoch die Rendite ist, Dividendenrendite selbstverständlich, und aber auch, wie hoch die gesamte Renditeerwartung ist. Auf los geht's los. Und wer jetzt vielleicht sich fragt, wo ich denn hier gerade unterwegs bin, denn das Aktienfinderbüro ist es nicht. Richtig, es ist nicht Bad Homburg, sondern Da Nang in Vietnam. Es sind über 30 Grad. Es ist eine schwüle, drückende Hitze, aber natürlich kein Grund, hier das Video ausfallen zu lassen für euch. So, jetzt mache ich mich mal ein bisschen kleiner und dann gehen wir gleich zum Aktienfinder. Und da habt ihr die Top 50 Dividendenaktien. Das sind sie, Sommer 2024, alles ganz frisch. Hier in Vietnam ist schon Sommer, da ist Hochsommer. Ich habe gehört, in Deutschland ist das Wetter noch nicht ganz so toll, aber es kommt ja bestimmt noch. So, und das sind hier die Top 5 Aktien. Johnson & Johnson, McDonald's, BlackRock, Realty Income und LVMH. Und da würde ich einfach sagen, fangen wir mit Johnson & Johnson an. Vielleicht, wie haben wir das ermittelt, dass die Top 50 Dividendenaktien, das sind eure Top 50 Dividendenaktien. Ihr hinterlegt ja im Aktienfinder eure Kauflimits, also in der Spalte Kauflimit hier. Und wir werten das einmal im Quartal, wenn wir es schaffen, aus, und fast nicht ganz 1000 Kauflimits hat Johnson & Johnson mit einer Dividendenrendite von mittlerweile über 3%, 3,3%, und hier sieht ihr 6% Dividendenwachstum langfristig so im Mittel, und das durchschnittliche Kauflimit haben wir auch ausgewertet, liegt bei 134 Euro und es liegt nur ganz knapp über dem aktuellen Aktienkurs, und das suggeriert, dass Johnson & Johnson auch recht günstig zu haben ist. Schauen wir uns das Ganze mal an. Dann holen wir uns hier Johnson und Johnson auf den Bildschirm. Falls der Aktienfinder hier ein bisschen langsamer sein sollte, liegt das nicht am Aktienfinder, sondern es liegt an der Internetverbindung in Vietnam. So, auf zur Dividendenrendite als erstes. Und da könnt ihr hier schon schön sehen, dass die Dividende bzw. die Dividendenrendite hier deutlich höher ist als auf jeden Fall in den letzten 10 Jahren. Ich zoome mal auf die letzten 10 Jahre rein hier. Siehst du hier 2013 sogar ein bisschen mehr. Hier liegt die Dividendenrendite jetzt bei den besagten 3,3%, und dank Dividendensteigerung sollte sie noch weiter steigen auf über 3,5% Anfang 2026. Wenn man hier mal guckt, wie viel es im Durchschnitt gab auf die letzten 12 Monate, sieht man, dass man hier deutlich drüber ist. Im Durchschnitt waren es sogar nur knapp 3%. Und wenn wir noch einen größeren, längerfristigeren Mittelwert nehmen, dann ist das Gap quasi noch größer. Da lag dann die durchschnittliche Dividendenrendite bei 2,7% knapp. Also Dividendenrendite auf jeden Fall attraktiv. Wenn wir mal hier in den Qualitätscheck reingehen, dann sehen wir ja auch, dass wir hier einen absoluten, ja, eine sehr schöne Qualitätsaktie haben. Wir haben so Unterschiede zwischen bilanzierten und bereinigten Gewinn, beispielsweise wegen Abschreibungen. Aufgrund von asbestverseuchten Babypulvers, habe ich schon mehrere Male erwähnt. Aber in Summe ist es ein sehr solides Unternehmen. Man sieht auch, dass der operative Cashflow sich deutlich näher am bereinigten als am bilanzierten Gewinn entwickelt. Was Johnson & Johnson ja noch besonders interessant macht, das ist die Abspaltung. Die Consumer-Spalte wurde ja abgespaltet. Man sieht hier dieses dunkelblaue. Und die Consumer-Spalte ist gerade die Spalte gewesen, wo es eh kein Wachstum gab, die auch relativ margenschwach war. Und die beste Sparte ist Innovative Medicine. Das ist so Pharma. Hier gibt es tatsächlich Wachstum und sind die Margen deutlich höher. Hier hat Johnson & Johnson ein bisschen jetzt erstmal zu kämpfen mit Gegenwind wegen eines baldigen Patentablaufs von einem Medikament namens Stelara, was 20% ungefähr vom Umsatz dieses Segment macht. Aber das ist im Prinzip nichts Neues. Andere Unternehmen sind in der Pipeline. Und Johnson & Johnson hatte bereits Klassiker gehabt, deren Patent abgelaufen ist, und es hat trotzdem funktioniert. Funktioniert heißt, langfristig haben wir hier natürlich keine Kursrakete vor uns. Wenn wir uns mal die Performance angucken, inklusive Dividende, also Total Return vor Steuern, dann haben wir hier ganz langfristig eine Dividende, beziehungsweise, Entschuldigung, eine Renditeerwartung von ihr 6,4%. Da kommt noch ein bisschen Steuern drauf wegen der Dividende. Ein gutes Drittel ist ja Dividende. Und das heißt, es ist eher so
ich sage jetzt mal so einen Basiswert, mit dem man keine Outperformance langfristig erwarten sollte. Auf der anderen Seite, wenn man die Aktie jetzt gerade sehr günstig bekommt, dann kann es durchaus sein, dass man jetzt erstmal eine Outperformance, also einen Renditeschub bekommt, wenn der faire Wert wieder aufgeholt bzw. erreicht wird. Gucken wir uns mal die Multiples an. Und hier sieht man schon, das ist jetzt der Durchschnitt der letzten 10 Jahre, dass hier das bereinigte KGV im Schnitt bei ungefähr 16,5 lag, mal drüber, mal drunter. Und hier sind wir jetzt bei um die 14. Und man sieht ja jetzt, auch wenn die Gewinne nicht sehr dynamisch wachsen, dass sie immerhin trotzdem wachsen sollen, das KGV dann weiter sinken sollte auf hier 12,5, 2027. Suggeriert also bereits hier eine Unterbewertung. Dann gucken wir uns das Ganze mal an hier beim fairen Wert, was jetzt tatsächlich in der dynamischen Aktienbewertung der faire Wert ist, der dann da rauskommt. Auch hier basierend auf dem bereinigten Gewinn. Ich blende das einfach ein, out of the box. Und dann haben wir hier, und da passe ich jetzt auch gar nichts an, ich nehme also dieses durchschnittliche KGV hier von 16,4, mit dem die Aktie auch im Durchschnitt bewertet war, weil ich Johnson & Johnson jetzt für sehr interessant halte, weil eben jetzt ein Segment abgespalten wurde, das ja relativ träge war von der Gewinndynamik. Ich glaube jetzt, dass dieses Johnson & Johnson besser ist als das alte Johnson & Johnson. Und dann hat man hier eine Renditeerwartung. Ich verbinde mal hier die Punkte auf die nächsten über 3 Jahre, 3,5 Jahre von jährlich 10,8%, also knapp 11%. Also Johnson & Johnson für mich also zu Recht kaufenswert und auch wirklich zu Recht auf Platz 1. Natürlich nicht für jeden. Es muss halt jemand sein, der einen soliden Dividendenzahler sucht und der mit einer Performance halt zufrieden ist, die jetzt nicht an Aktien wie Nvidia oder irgend sowas anderes rankommt. Da muss man dann quasi locker drüber stehen. Die Aktie Nummer 2 wäre McDonald's. McDonald's habe ich vor kurzem schon erwähnt, werde ich hier verlinken. Das müsste gewesen sein, gerade im letzten Video, Time to Buy the Dip. Da habe ich noch gar nicht auf dem Schirm gehabt tatsächlich, dass McDonald's hier auf Platz 2 ist. Das sind also quasi Schwarmintelligenz und meine sozusagen zusammengekommen. Also deshalb gleich zur Aktie Nummer 3. Das wäre BlackRock. Die machen ja, wie ihr sicherlich wisst, Beratung, also Consulting, Risikomanagement, vor allem aber Vermögensverwaltung, BLK, der größte der Welt, das habt ihr wahrscheinlich auch schon gewusst. Wenn wir in die Segmente reingehen, da seht ihr das Ganze. Das Grüne hier ist Vermögensverwaltung. Und gucken wir uns aber erst hier auch die Dividendenrendite an. Und ihr seht hier, es liegt bei 2,6%. Das ist gar nicht so deutlich höher, als es im Durchschnitt ist. Das scheint eher tatsächlich Durchschnitt zu sein. Wenn man hier mal so ein langfristiges gleitendes Mittel nimmt von der Dividende, 5 Jahre, dann ist sie noch ganz leicht über dem 5-Jahres-Durchschnitt. Tatsächlich ist es auch so, dass euer Kauflimit, es sind 821 Kauflimits von euch gesetzt worden und das durchschnittliche Kauflimit liegt bei um die 600 Euro, was immer noch was jetzt deutlich über dem aktuellen Kurs ist. Der aktuelle Kurs müsste quasi 17% fallen, damit dann die 600 Euro erreicht werden. Das suggeriert bereits, dass wir hier kein absolutes Schnäppchen haben, so wie es jetzt beispielsweise bei Johnson & Johnson der Fall ist, weil unsere Mitglieder gehen ja auch hin und benutzen hier den fairen Wert, die Bestimmung des fairen Wertes, so wie ich es ja auch mache. Wenn wir in den Qualitätscheck reingehen, sehen wir auch hier über alle Zweifel erhaben. Hier macht es auch keinen Unterschied, ob ich den bilanzierten und den bereinigten Gewinn reinnehme. Ich habe mir mal die aktuellen Zahlen extra angeguckt. Das Asset Under Management, also das verwaltete Vermögen, ist jetzt auch nochmal schön gestiegen von 10 Milliarden US-Dollar auf knapp 10,5 Milliarden US-Dollar vom Ende des Jahres, also Q4 2023 auf Q1 2024. Und es hat natürlich mit steigenden Kursen zu tun, aber auch mit Nettomittelzuflüssen von um die 57 Milliarden US-Dollar. Also es läuft bei BlackRock, sodass wir jetzt gleich zur Bewertung kommen können, um zu schauen, ob die Aktie jetzt noch kaufenswert ist. Und man sieht hier anhand des, ist egal, was ich hier nehme, bilanzierter Gewinn oder bereinigter. Nehmen wir mal hier den bilanzierten zur Abwechslung. Man sieht, der Mittelwert liegt hier bei knapp 19 und wir liegen leicht drüber mit etwas über 19. Man sieht aber auch hier,
dank steigender Gewinne, wird dann das KGV gedrückt schon relativ schnell nächstes Jahr unter den Mittelwert, unter den Mittelwert der durchschnittlichen Bewertung. Ihr wisst, was ich meine. So, jetzt auch gleich zum fairen Wert. Und wie ich schon sagte, ist egal, was man hier im Prinzip nimmt. Wir machen auch hier jetzt den bilanzierten Gewinn. Und ich sehe auch hier keinen Grund tatsächlich für eine Anpassung. Wir haben hier das 18er KGV, hier knapp 19 und hier die 19 als Mittelwert, historisch auf die 10 Jahre und hier knapp 20, also die leichte Überbewertung. Und ich halte die Aktie für interessant, weil wenn wir hier die Gewinndynamik anschauen, im leichten zweistelligen Bereich, so um zwischen 10% und 12% Wachstum, da ist das KGV schon sehr oder relativ günstig, wie ich finde. Und wenn wir jetzt mal gucken, was da für eine Renditeerwartung rauskommt, dann liegt sie bei 10,4 im durchschnittlichen Mittelwert bis Ende 2026. Das heißt, trotz einer leichten Überbewertung sind wir hier auch schon zweistellig, wenn wir nur lang genug dabei bleiben. Wenn man nur ganz kurz sozusagen die Aktien halten würde bis Ende des laufenden Geschäftsjahres, dann hätte man eine negative Renditeerwartung. Aber wenn man nur lang genug quasi dabei bleibt bei BlackRock, dann sollte sich die Aktie rentieren. So, kommen wir zur nächsten. Das wäre Realty Income, auch ein alter Bekannter. Und wir haben hier bei Realty Income, was es ganz interessant machen könnte, natürlich nicht nur eine sehr hohe Dividendenrendite momentan von knapp 6%, wobei wir hier 3% durchschnittliches Wachstum haben von Jahr zu Jahr. Also das ist das reißt natürlich jetzt, im Prinzip ist es das typische hohe Dividendenrendite, aber relativ niedriges Dividendenwachstum oder hohes Dividendenwachstum und relativ niedrige Dividendenrendite. Ne? Beides zusammen gibt es relativ selten. Was das Realty Income aber noch interessant macht, die Aktie, das ist hier, das durchschnittliche Kauflimit liegt momentan leicht unterhalb des tatsächlichen Aktienkurses. Das weist darauf hin, dass die Aktie günstig zu haben ist. Schauen wir mal an, wie günstig das tatsächlich ist. Simple is or. Gehen wir mal hier rein. Und gehen wir zunächst in die Dividendenrendite rein. Die aktuelle, und da sehen wir, sie liegt hier bei 5,8% jetzt. Lag schon mal bei 6,4% sogar. Da gab es mal einen Kurseinbruch, verursacht durch die Übernahme von Spirit Realty in einem anderen REIT. Da habe ich auch ein Video zugemacht. Und jetzt hat sich das Ganze aber wieder normalisiert. Und obwohl die Dividendenrendite jetzt niedriger ist, liegt sie noch immer leicht über dem Mittel der letzten 12 Monate. Und deutlich, denke ich, über den 5-Jahres-Korridor, ganz deutlich. Da war die durchschnittliche Dividendenrendite, lag sie bei 4,6% und jetzt dann 5,8%. Investieren in REITs wie Realty Income ist aus meiner Sicht so ein bisschen ein antizyklisches Investment momentan, weil die Zinsen ja noch hoch sind. Ich gehe davon aus, dass die Zinsen irgendwann wieder sinken werden und dann wird die Aktie noch interessanter werden und dann gibt es auch noch zusätzliche Kursgewinne. Das ist meine Deutung für langfristige Investoren. Zu Realty Income, was ich auch immer wieder sage, ist, dass wir hier sehr solide Mieter haben, Ankermieter, die oft selbst börsennotiert sind und selbst Qualitätsunternehmen sind. Und das tut sich auch in den entsprechenden Kennzahlen, hier den Funds from Operations, Adjusted Funds from Operations und natürlich der Dividende, der stabilen Dividende, übersetzen. Gehen wir jetzt mal hier in die Multiples rein und da haben wir jetzt hier den Adjusted Funds from Operations und da sieht man, dass die Aktie in einem durchschnittlichen KGV von 18 bewertet war und hier momentan mit ungefähr 13 bewertet ist, also deutlich niedriger als im Durchschnitt der Vergangenheit. Das ist ungefähr so wie beim Corona-Crash bewertet momentan die Aktie, als man sich gefragt hat, ob der stationäre Einzelhandel auf Dauer tot ist. Gehen wir mal in den Fernwert rein. Die Antwort lautet übrigens nein. Und gucken wir uns jetzt hier nochmal an, den fairen Wert basierend auf den Adjusted Funds Operations. Ich zoome jetzt hier mal ein bisschen rein. Und das sieht man jetzt aufgrund der durchschnittlichen Bewertung und der aktuellen Bewertung, was ich schon gerade erwähnt hatte, dass wir hier erstmal eine deutliche Unterbewertung haben. Und jetzt hier würde ich aber tatsächlich eine
Anpassung machen, und zwar auf dem 14er KGV. Wenn wir das tun, dann kommen wir beim Fernwert ungefähr dahin, wo wir mal aufgedotzt sind während der Corona-Krise bzw. während des Corona-Crashs. Und wir sehen hier, dass wir momentan also immer noch, auch obwohl ich jetzt so weit nach unten korrigiert habe, eine Unterbewertung der Aktie haben. Und jetzt schauen wir mal, also das ist ein konservatives Szenario aus meiner Sicht. Gehen wir bis hierhin, bis zum Ende 2026, schauen uns dann da die Renditeerwartung an. Per anno wären das 11,6% für zwei und ein gutes halbes Jahr. Insgesamt wäre es eine Rendite von 33%. Natürlich wird sich das dann verlangsamen, nachdem der faire Wert aufgeholt ist, auf so einen, ja, auf ein Wachstum von ungefähr 3% sehen wir hier vom Funds from Operations, und dann kommen aber immer noch mal die Dividenden oben drauf. Das heißt, in Summe könnte man auch mit Realty Income tatsächlich eine Rendite erreichen, die nah am durchschnittlichen Wachstum liegt, wenn man ja Glück hat, sage ich mal. Wir können ja auch hier die Performance uns anschauen, die langfristige Performance, dann kann man ja auch mal gucken, was Realty Income insgesamt eingespielt hat vom Jahr 2000 bis heute, und das wäre dann hier tatsächlich eine jährliche Rendite von 10%, was man jetzt vielleicht nicht unbedingt erwarten würde, vor allem dann nicht, wenn man halt die aktuelle Performance oder die Performance der letzten Jahre sieht, die ja eher schlecht war. So, gut, dann haben wir noch eine Aktie, und das wäre LVMH. LVMH habe ich wie McDonald's vor kurzem ebenfalls schon analysiert auf dem Aktienfinder-Kanal. Das heißt, da werde ich auch das Video verlinken, weil auch das ist noch top aktuell. Und alle anderen Aktien hier, die könnt ihr euch ja jetzt mal selber anschauen. Und ihr könnt auch immer hier auf den entsprechenden Link klicken. Dann kommt ihr auch direkt in das Dividendenprofil rein. Ist auch kostenlos einsehbar. Und hier zu Home Depot, die könnt ihr auch noch schalten aufs Aktienprofil sogar, was auch kostenlos ist, kriegt auch schon mal einen schönen Eindruck. Den besten Eindruck kriegt ihr natürlich dann ab direkt im Aktienfinder, wie sollte es auch sonst sein. Gut, das waren eure 5 Top-Picks, 3 in diesem Video, 2 in einem Video, das noch sehr, jeweils in einem Video, das noch sehr aktuell ist. Ich wünsche weiterhin, also ich werde jetzt hier weiterhin schwitzen, denke ich, und euch wünsche ich einen schönen Sommer, dass das dann auch mal wieder mitspielt, das Wetter. Gut, danke fürs Zuschauen, schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Ciao.